Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter, der fordert heute in Innsbruck bei einer Pressekonferenz einen raschen Gipfel zwischen Bund und Ländern zum Thema Corona. Platter, der erwartet sich hier einheitliche Regelungen. Er spricht wörtlich auch von einem Ballerwatsch. Ballerwatsch, ein Wort, das vor allem in Ostösterreich sehr gebräuchlich ist für ein Durcheinander. Er meint damit auch die diversen G-Regelungen zwischen 3G, 2G, 2G Plus und diverse andere. Niemand hätte hier mehr den Überblick und deshalb bräuchte es unter Einbeziehung mit Experten hier einheitliche Regelungen für ganz Österreich, so der Landeshauptmann aus Tirol. Platter steht mit seiner Meinung jedenfalls nicht alleine da, denn erst kürzlich hat sein Vorarlberger Kollege Wallner Ähnliches gefordert. Auch er möchte einen Bund-Länder-Gipfel zum Thema Corona und es gibt hier mehrere Anliegen, die auch von den Landeshauptleuten vertreten werden. Sei es beispielsweise die Sperrstunde, die aktuell ja bei 24 Uhr liegt. Hier möchte man überhaupt, dass die Sperrstunde ganz fällt, um auch den Nachtbetrieben und der Nachtgastronomie hier Umsätze endlich wieder zu ermöglichen, sei es aber auch das Maskentragen im Freien bei Plätzen, wo besonders viele Menschen sind. Platter argumentiert das vor allem damit, dass er sagt, die Gefährdung in den Intensivstationen, die sei momentan nicht mehr gegeben. Daher bräuchte es jetzt rasche Öffnungsschritte. Wann es so einen Gipfel geben wird, ist allerdings noch unklar.